und grüß Gott, ihr Narren. Herzlich willkommen zum ersten Let's Play von Kingdom Come auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mitgebracht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Storyline mitgebracht, weil das wird es hier brauchen, Leute. Ich hoffe, ihr bleibt ein bisschen dran. Genießt einfach das. Genießt einfach dieses Momentum, dieses Unerwartete und dieses teilweise mittelalterliche Geschehnis und taucht mit mir ab in eine Welt, die für uns komplett neu erscheint. Und Leute, ich kann es nur wiederholen und ich kann es auch nur immer sagen, ich freue mich auf dieses Projekt. Das frühe 15. Jahrhundert, das Römische Reich, Julius Caesar und so, nein, Spaß. Also, ihr könnt es da lesen, ne? König Wenzel Untätigkeit brachte jemand zu Fall und wir tauchen schon ein in die Welt, in unsere Welt, in die schöne Welt, sind sie die gerne 4K in die Welt, aber leider hat mein Monitor nicht. Gott segne dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut, ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann wissen wir, Heinrich, aber saufen können wir auch wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich, jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter. Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze. Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Oh, oh. Hast du dich wieder... Oh, Heinrich. Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Hm, na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Eine richtige Mutter, weißt du, so eine richtige Mutter. So knacken meine Knochen auch, wenn ich aufstehe hier. Genau so und nicht anders. So, dann wollen wir mal schauen, was uns erwartet hier. Mal schauen, wohin es geht. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben?
Oh, so, jetzt können wir uns entscheiden. Was nehmen wir denn hier? Also, Redekunst. Wir sind, glaube ich, Redekunst. Ich war beim Reigen. Ich war bei Bianca. Ich glaube, wir nehmen einfach Schenke, wie ich will. Nicht viel. Also, die Jungs und ich haben uns bloß in der Schenke unterhalten. Irgendein Wandersmann kam vorbei und erzählte uns, was in der Welt so vor sich geht. Und ich übersah die Zeit. Hoffentlich hat er dir keinen Floh ins Ohr gesetzt. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Also, Schwertkämpfer soll mich begeistern. Also, ich glaube, wir mögen Schwertkämpfen. Ich glaube, wir... Und wenn schon. Dann lerne ich es eben, na und? Es kann kaum schaden, oder? Wenigstens weiß ich mich dann zu verteidigen. Jesus Maria, Heinrich, du weißt, was dein Vater tun wird, wenn er es erfährt. Ach ja? Was will er denn tun? Ich tue nichts Unrechtes, ich wollte es bloß versuchen. Setz deinen Dickkopf nur durch. Ich kann dich nicht davon abhalten. Also schlag dich selbst mit deinem Vater herum. Ich helfe dir nicht. Oh. Geh zu deinem Vater. Ich glaub, das machen wir auch. Ich glaube, wir sind schlecht bei unserer Redensgunst mit unserer Mama. Wir haben es verkackt, Mama ist super leid. Ich tue auch gar nichts. Ich wollte auch nur ein bisschen Schwert kämpfen, aber egal. Gut. Ah, schön. Ah, ist ein bisschen heller morgen. Ah, egal. Wir gehen mal los. Wir gehen mal zu unserem Vater. Komm her, ich brauche deine Hilfe. Ja, ich komme doch. Zumindest bist du wach. Das ist ein Anfang. Sei's drum. Wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Oh, ist das ja alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Wir haben drei Aufgaben, Leute. Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Bianca, genau. Leute, Bianca. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Also wir haben ein Girl, also der junge Boy hier hat schon ein Girl, also der ist nicht konstig. Der hat schon Girl, also der hat mehr erreicht als ich in meinem ganzen Leben. So, wir haben Aufgaben, ne? Sack Kohle kaufen, wir haben kein Geld. Wir holen aber, glaube ich, erstmal, wir haben hier, es sieht aus wie die Burg hier. Wir holen erstmal, glaube ich, das, was wir von Papa aufgetragen bekommen haben. Und dann schauen wir mal weiter her. Guten Tag, die Herrschaft, kann man hier durch? Nein, kann man nicht. Gut. Reden wir mal mit denen her. Und sei mit euch. Und mit dir, Heinrich. Wie geht's dir? Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzigs Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen. Hervorragende Arbeit. Sowas Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Ah, sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Großartig. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. Als ob wir mal was ausgeben, also ehrlich. Ihr könnt auch mal was ausgeben, Leute. Ihr könnt mal was ausgeben, Jungs. Ich bin arm, ich habe kein Geld. Gebt mir mal was ab hier. So, wir haben was abgeholt. Wir haben eine Aufgabe abgeschlossen. Gut. Und dann gehen wir mal weiter. Dann gehen wir mal ins Altdorf hier. Und
der macht hier Heu anscheinend. Ja, war weiter. Richtig schön, das ist eine schöne Open-Welt-Map, also Open-World. Ist richtig schön geworden. Also in 4K könnte ich mir das auch richtig vorstellen. Also Leute, könnt ihr oben links die FPS-Zahl sehen, die lasse ich euch die ganze Zeit an. In der Tat. Sonst hätte ich bald nicht zum Erz zu schmelzen. Siehst du nicht, dass ich hier Geschäfte mit Meister Feifa tätige? Wenn du Kohle willst, rede mit meinem Gehilfen. Willkommen, Meister Tobias. Gott sei mit dir, Hafe. Wie laufen die Geschäfte? Gut, gut. Und da ist das Kühler, also ich glaube, den ich halt nur verhandeln. Bist du hier, um zu kaufen? Also, schauen wir mal an. Hier sollen wir auch hingehen. Schauen wir mal an, wen wir denn hier haben. Ach, wen haben wir denn da? Den Kunisch. So. Gott sei mit dir, Kunisch. Was willst denn du? Oh, so ein Asozialer. Noch nicht mal Gott sei mit dir zurück oder so. Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Ach so, der ist ganz, ganz, ganz böser Bub. Was machen wir denn? Bezahl zumindest das Werkzeug. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Oha, kehr dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Oha. Also Leute, das geht jetzt also zu weit, Leute. Also, das geht zu weit. Schulden beglichen. Also ich weiß, du hast es nicht leicht. Deine Frau ist weggelaufen. Schnaps ist dieser Tage teuer. Und du bist zu nichts zu gebrauchen. Aber Schulden sind Schulden. Und ich kann nicht mit leeren Händen abziehen. Du Hurensohn. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Hat dir dein langfingeriger Vater keine Manieren beigebracht? Ich werde dich lehren. Ja. Ach. Also Leute, ehrlich. Unerwarteter Kampf. Kurva! Wow. Wow. Wow, wir wollen schlagen, wir wollen schlagen. Scheiße, verdammt! Jawohl! Oh, da haben wir einen Tritt gegen die Wand bekommen. Oha. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, da kriegen wir aufs Maul, Leute. Oh, das sieht nicht gut aus, Leute. Oder kriegen wir auf die Modern. Schied dir recht, du Lümmel. Und dein Alter kann auch zur Hölle fahren. Oh, wir haben es nicht geschafft, Leute. Wir haben es nicht geschafft. Ich könnte einen Happen vertragen. Also wir müssen jetzt noch etwas essen. Also der hat uns richtig die Ohren lang gezogen. Also wir haben gar nichts hier. Was zu essen. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal zur Hütte. Er schaut gerade wieder stehen einfach dort. Lauf. Wir haben Axt geschoren, glaube ich. Ist die noch da? Ich glaube, wir haben die geschoren. Lauf. Er merkt es nicht, dass wir das waren. Er merkt es nicht. So. Leute, wir haben die Axt geschoren und wir bluten ein bisschen. Jedenfalls sieht das so aus. Also wir haben unseren ersten Kampf verloren, Leute. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht kriegen wir zu Hause ein bisschen was zu essen. Vielleicht ein paar Medikamente. Würde mir auf jeden Fall jetzt gut tun. Schauen wir mal. So. Haben wir hier irgendwas? Ja, wir haben hier eine Feuerwerkskammer. Sehr gut. Nehmen wir ein bisschen Käse mit. Aber hier haben wir so viele Sachen. Oh, schön. Ganz viele Äpfel. Nehmen wir mal mit. Ganz viele Sachen hier. Schön. Lecker, lecker, lecker. Was haben wir hier noch? Möhren, Karotten. Nehmen wir alles mit. Können ja gut was gebrauchen hier. So, wir haben Frühstück noch. Käse haben wir. Was haben wir hier Leckeres? Einen Topf Essen. Okay. Das nehmen wir auch den Topf hier. Sehr,
sehr, sehr lecker geworden. Hat das gut geschmeckt. Essen wir mal ein bisschen was hier. So, wir haben ein bisschen was gegessen jetzt. Bluten ein bisschen. So, wir müssen einmal weiter schauen. Gegessen haben wir. Guten Tag, junges Fräulein. Sind ein bisschen alle unfreundlich hier, kann das sein? So, gehen wir erstmal zum nächsten Fest. Heinrich, schön, dass du da bist. Dankeschön, ich freue mich auch, dass ich da bin. Heinrich, schön, dass du da bist. So, Fackeln in eure Stube, eure Felder liegen brach, kauft keine Hacken. Das eh. Oh mein ja. Okay. Die haben eine Quest angefangen. Ist das dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade unseren König? Ich beleidige König? Niemanden, ich sage nur die Wahrheit. Sigismund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen. Musste sein Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Gott sei mit dir, Heinrich. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Hör einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie, Alex. Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. So Herr ist Ratzig, richtig, mein Lieber. Ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund und... Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Sehe ich auch so. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig. Oder, Fritz? Und wie, Matthäus? Wir sollten ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon... Den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll Dung zu schmeißen, wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. So ist es. Also, Heinrich, Kumpel. Wir kneifen nicht hier. Bist du dabei? Wir kneifen nicht, Leute. Wir kneifen nicht. Wir machen mit. Ich glaube, wir machen mit jetzt. Ja, aber... Jo, wir sagen... Ihr müsst also schön, ich bin dabei. Aber dann müsst ihr mir auch unter die Arme greifen. Wobei denn? Kuhne schuldet meinem Vater Geld und zahlt nicht. Reden hat nichts gebracht, also muss ich wohl andere Seiten aufziehen. Alleine bekomme ich das aber nicht hin. Kein Ding, wir geben dir Rückendeckung, sobald wir das Haus des Deutschen neu gegipst haben. Ich würde es diesem Saufkopf nur allzu gern zeigen. Also schön, gehen wir. Der Deutsche sitzt immer noch im Wirtshaus. So Leute, es geht los. Die erste Mission. Was macht ihr da? Wollen wir jetzt eigentlich losgehen? Wo wollen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt zum deutschen Wirtshaus. Wir folgen ihn einfach. Huhn. Ich hab Huhn getötet. Wie jetzt ein schlechter Mensch, ich hab Huhn getötet. Grüß dich, Heinrich. Hä?
Angriffsplan. Wir gehen mal durch. Ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Ehrlich, warum ich? Ihr wolltet das. Weil du der Schlaue bist. Genau. So, ich bin der Schlaue. Okay. Nehmen wir halt alles auseinander hier. So, was willst du denn machen jetzt? Oh, wir sollen die Lackette mitlaufen. Okay. So ein Sachwitsche da. Wie geht's denn da so? Was willst du, Junge? Dein Gatte macht Ärger. Ich glaube... Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn? Nun, dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr! Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Und so, wir haben die Gatte laufen. Lauf, Gatte. Lauf zu deinem Ehemann. So, wir haben es geschafft, Leute. So, was machen wir jetzt? So, wir haben es geschafft. Oh, jetzt geht die Rache los. Ich würde da noch nicht mal freiwillig. Worauf wartest du, Soldat? Feuert den Tribok ab! Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch! Häuser einsauen macht einfach Spaß! Das ist fast so gut, wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich herrlich. Das ist für Sigismund! Das sieht schön aus. Wuhu! Fresst Scheiße, Deutschlinge! Ihr Bastarde! Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Oh, da gibt's Ärger. Hey Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich. Oh, es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen. Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Oh, mitten ins Gesicht. Oh. Arschloch! Das wirst du mir büßen! Auf die Fresse. Leute. Wir werden stark. Komm und hol's dir! Hallo. Geh mal sterben, Junge. Was ist denn falsch bei dir? Hallo, was ist denn falsch bei dir? Verdammt! Genau, mach ihn falsch, Junge. Was ist los? Hallo? Komm her, Junge, komm her, ich nehme dich. Okay, ich nehme dich nicht voll, falsch, Fertig schon. Piss auf, mein Lieber. Pisse! Was tut ihr da? Habt ihr den Verstand verloren? Der Büttel ist auf dem Weg! Lauf, ihr Schisser! Wir sollten laufen. Wir sollten rennen. Okay, wir rennen. Wir rennen ab. Okay. Wir haben nicht so viel Ausdauer. Egal. Willkommen, Heinrich! Moin, Meister. Alles klar, hast du unsere Schlägerei nicht gesehen? Egal. Ich bin auch gut verletzt, muss ich sagen. Also ich blute anscheinend sehr doll. Hallo Leute, rennt doch mal nicht so schnell. Wo rennt ihr denn überhaupt hin? Da läuft eine Kuh gegen die Wand. Eine Kuh läuft. Ja moin, er geht einfach durch die Kuh durch. Er auch, ja moin. So ist das mit Alter. Mit deinen Freunden, das haben wir geschafft. So, nächste Aufgabe ist, trifft ihr mit den Jungs bei Kunsch. Oh, jetzt gibt's wieder eine Schlägerei. Ich weiß gar nicht, ob ich das überlebe, wenn es so weitergeht hier. Ey.
riecht's denn nach Punsch hier? Oh, wo ging's denn? Da vorne, ne? Da vorne rechts. Wir sind für die Stube. Brechen und hacken für den Acker. Was braucht man mehr? Kommt und seht euch um. Typische Markenschreie hier. Besen für die Stube. Brechen und hacken für den Acker. So. Wir nehmen jetzt alles auseinander hier. Kommt, Jungs. Wir machen den klitzeklein jetzt hier. Was zum... So, ich glaube hier im Runter, ne? So, wo geht ihr denn jetzt hin? Hallo, der Mond doch direkt hier. Hallo? Wo geht ihr? Okay. Wollen wir jetzt anfangen? Wollen wir loslegen? Kackdeutschen haben wir es gegeben. Das war ziemlich knapp, was? Der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können Sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. So, wir wollen jetzt den Kunsch machen. Ich bräuchte Hilfe mit Kunisch. Sicher doch. Eine Hand wäscht die andere. Na dann los! Machen wir den Kunisch fertig hier, Leute. Rein, ran an den Speck hier. Hä? Zwar, aber egal. Wir machen den jetzt fertig hier. Kunisch! Schwing deinen Arsch raus! Ich muss dir was zeigen! Ich habe hier Verstärker mitgebracht, Kunisch. Komm her. Hä? Oh, Kunisch kommt. Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Büttel rufen? Versuch's doch, alter Saufkopf. Okay. Ich schick dich in die Hölle. Ja, Mist. Hallo? Au. Oh, die hab ich erwischt. Genug, genug! Ich geb auf. Nimm, was du willst. Es ist nicht viel, aber alles, was ich hab. Kapiert? Also ich habe was gewonnen, ich habe einen Schlüssel erhalten. Okay. Ich habe einen Schlüssel erhalten. Gehen wir mal in seine Wohnung rein. Wir dürfen ja alles nehmen, haben wir alle gesagt, ne? So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Hier haben wir Essen, das sollten wir mal zu uns nehmen. Einfach mal ein bisschen Essen hier. Immer ein bisschen Essen. Hm, lecker, lecker, lecker. Was haben wir hier? Eine Truhe. Können wir die aufschließen? Inventar, wir haben einen... Kunisch-Schlüssel. Was hat er denn da? Er hat den Hammer. Das sind doch unsere Sachen. Alles mitnehmen. So, wir haben alles mitgenommen. Können wir noch was essen? Können wir noch was essen? Nee. Gut, das war's. Wir machen auch ganz bald die Tür zu. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Und du Hund, komm mir noch einmal in die Quere. Na gut, Börschchen. Hast mich klein gekriegt. Nimm, was du willst, aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Doch ist es, mein Lieber, doch ist es. Hör auf meine Worte, ich komm wieder. So. So, meine Damen und Herren, wir haben es, glaube ich, geschafft. Ein harter Tag ging zu Ende, wir haben ein bisschen bluten müssen. Und ich würde mal sagen, für die erste Folge war es das für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es heißt, wir bringen jetzt Papa die Sachen und hoffe ich, wir müssen, glaube ich, noch Bier holen, glaube ich. Ich glaube, wir müssen noch Bier holen. Ich glaube, wir haben noch eine Aufgabe vor uns. Aber okay, das machen wir alles in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein, euer White Clip.